Hallo Leute, wir hatten einen God-Mode, wir hatten den unendlich Geld-Glitch, aber jetzt präsentiere ich euch den König der Glitches. Also der Walter White-Glitch. Ich zeige euch jetzt, wie ihr jede Tarnung inklusive gekaufter Bundle-Tarnungen auf eure Waffe kopieren könnt. Gerade eben kam ein Patch rein und sie haben versucht es zu fixen, aber keine Sorge, ich weiß wie es geht und ich zeige euch jetzt die neue Version davon und wie das aktuell funktioniert um 19.15 Uhr am Donnerstagabend. Also, ihr geht auf Battle Royale. Jetzt seid ihr im Battle Royale Bildschirm und hier unten leuchtet der gelbe Startbildschirm. Jetzt geht ihr auf Sozial und auf kürzlich getroffene Spieler. Jetzt sucht ihr euch irgendeinen aus, von dem ihr euch die Tarnung kopieren wollt. Ich habe jetzt hier irgendeinen Random genommen, wo ich irgendwann mal getroffen habe. Der hatte hier diese Orion-Tarnung drauf. Jetzt drückt ihr auf Details und dann geht ihr oben auf seine Vitrine. Dann geht ihr runter auf seine Waffe und drückt Inspizieren. Jetzt drückt ihr nochmal auf Waffenbauart ansehen. Jetzt seht ihr hier seine Waffe so. Als nächstes geht ihr einfach nur wieder komplett zurück in den normalen Bildschirm von Warzone, so dass ihr hier wieder den gelben Startbutton seht. Dann drückt ihr Option, geht oben rechts auf eure Vitrine bearbeiten, auf Waffe zeigen. Und schon habt ihr das Ganze zu euch kopiert. Viel zu arg. Jetzt könnt ihr die Variante speichern als eigene Version. Jetzt haben die gerade eben Patch rausgebracht, dass wenn man die Waffe vor dem Spiel einstellt und sie dann benutzen will, dass das nicht funktioniert und dass man dann eine Standard M4 bekommt. Aber hey, keine Sorge, ich habe es gerade getestet. Ich weiß, wie es geht. Also, ihr geht ins Spiel und drückt Ausrüstung bearbeiten. Dann geht ihr auf eine Klasse und bearbeitet die. Jetzt wählt ihr die Waffe aus und nehmt die Variante, wo ihr gerade die Tarnung drauf gespeichert habt. Also in meinem Fall war es jetzt die STB und ich habe die Orion-Tarnung ja drauf gespeichert. Jetzt geht ihr einfach nur noch auf Ausrüsten. Jetzt tötet ihr euch kurz und sobald ihr dann das nächste Mal spawnt, habt ihr dann die Waffentarnung fürs ganze Spiel. So könnt ihr euch jede Waffentarnung von einem anderen Spieler erglitschen. Ihr könnt damit sogar die gekauften Bundle-Tarnungen bekommen. Aber davon würde ich euch explizit abraten, weil damit würdet ihr Activision um Geld bescheißen. Also lasst es lieber mit gekauften Bundles. Macht's mit Orion oder so oder mit Platin oder keine Ahnung. Bei Orion fällt die Sache auch nicht so auf, deswegen übertreibt's einfach nicht, Leute. Und wenn ihr die Waffe dann mal gespeichert habt, dann können die euch eigentlich auch nicht mehr wegnehmen. Deswegen macht es jetzt, weil die sind gerade da dran, Patches rauszuhauen. Wie gesagt, um 19 Uhr kam einer, deswegen musste ich den Glitch jetzt schon umändern. Also macht's gleich, speichert euch die Varianten, die ihr haben wollt. Und ja, hey, viel Spaß mit dem Glitch. Also, das ist der Walter White Glitch, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt noch toppen soll. Alles klar, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Haut rein. Peace.